Hi und willkommen zurück zu Vollgas. Wir sind leider doch zu spät gekommen, wie Ben schon bemerkt hat. Und dann schauen wir uns doch mal um, ob wir was sehen, was uns hilft. Sieht aus, als wäre das hier in Eile durchsucht worden. Nichts als Trümmer, bis auf diese kaputte Kamera. Rückwand offen. Kein Film drin. Den hat Mo. Mo hat gesagt, sie hätte keine Kamera. Das ist das Bild von Mo und Onkel Pete auf seiner Nerzfarm. Sie hat gesagt, dort fährt sie immer hin, wenn sie eine Weile Ruhe brauchte. Das ist wohl meine einzige Hoffnung im Moment. Wird wohl Onkel Piets Nerzfarm sein. Mir ist definitiv nichts. Auf zu Onkel Piets Nerzfarm. So, Motorrad an. Und los geht's. Schöner Sound. So viel zum Thema Rückkehr zum Tatort. Sie werden sehr bald hier ankommen. Ich brauche einen Plan, schnell. Die lassen sich bestimmt nicht mit dem Alarm ablenken. Also zurück zur Bar. Da parkt auch schon unsere Gelegenheit, da durchzukommen. Der Kerl gehört mir. Sieh mal, ich brauche wirklich jemand, der mich mitnimmt. Okay, die Dialogoptionen, die da gerade kamen, also Dialoge, sind eigentlich für später im Spiel. Hey, Killer! Was? Hey, immer cool bleiben. Dein Geheimnis ist bei mir sicher. Was für ein Geheimnis? Siehst du keine Nachrichten? Und jetzt wieder zu unserem Top-Thema heute Abend. Malcolm Colley, der Besitzer von Colley Motors, wurde heute tot an einem Rastplatz in der Nähe von Mellonwood aufgefunden. Offenbar wurde der großherzige und sozial engagierte Firmengründer brutal und gewaltsam mit einem Stock erschlagen. Unmenschlich roh und ohne jede Gnade. Die Polizei hat eine kriminelle Motorradgang in Gewahrsam genommen, die unter dem Namen die Polecats bekannt ist. Nein. Mit Ausnahme ihres Anführers, der sich immer noch auf der Flucht befindet. Am Highway 9 wurden mehrere Straßensperren aufgestellt und die Polizei verstärkt ihre Suche nach diesem gefährlichen und skrupellosen Kriminellen. Wir sind reingelegt worden. Straßensperren sind scheiße. Ich hätte die Gang nicht hier lassen sollen. Hey, davon will ich überhaupt nichts hören. Du willst mich doch nicht nachträglich zum Mitschuldigen machen. Wir sind Bleib einfach ruhig, unschuldig. Mann. Wirklich? Lass mich mal erzählen, was passiert ist. Ich habe gesagt, ich will nichts damit zu tun haben. Naja, dann reden wir mal mit dem Trucker, dem Emmett. Ich kann das. Kannst du vergessen. Ich zeig dir mal, wie das geht. Kannst du vergessen. Übrigens, die News waren geil. Immer schön die Augen raus, was Besonderes gesagt werden muss. Scheinst eine Menge Zeit zu haben. Abgesehen davon, deine Hand zu durchlöchern. Störe ich dich irgendwie?
Das Gesicht. Ist das dein Truck vor der Tür? Ich brauche jemanden, der mich mitnimmt. Sehe ich aus wie ein Taxi? Verschwinde. Außerdem lassen die sowieso niemand durch die Straßensperre. Nicht mal Trucker? Die haben mich zurückgeschickt. Meinten, reine Polizeiangelegenheit. Schweine. Sieh mal, ich brauche wirklich jemanden, der mich mitnimmt. Kannst du vergessen. Warum? Weil du vor ein paar Bullenschiss hast? Nein, weil ich dich nicht leiden kann. Ja, damit voll die Dialogs kurz von gerade von draußen. Ich habe gerade einen umgebracht. Ich stehe kurz davor. Ich glaube nicht, dass das dem Tisch gut tut. Hey, Quahog. Ja, Emmett? Ich steche ein bisschen auf dem Tisch rum, in Ordnung? Der Kunde mit dem Messer hat immer recht. Sehe ich genauso. War nett, mit dir zu plaudern. Nette Leute, deine Gäste. Naja, Emmett ist nicht gerade der Ich-bin-okay-du-bist-okay-Typ. Oh, mach den Kopf zu, Quark. Naja, schauen wir uns noch ein bisschen draußen um. Jetzt gehen wir mal zu unserem ehemaligen Bett. Hier drüben! Ben! Miranda! Danke fürs Mitnehmen. Ben, keine Zeit zum Reden. Weißt du, da drin stinkt zwar ein bisschen, aber ich habe noch nie besser geschlafen. Du musst mir helfen. Such meinen Redakteur in Corville. Sag ihm, dass ich Bilder vom Corley-Mord habe. Du hast Fotos? Ja, aber irgendein Kerl hat meine Kamera genommen. Also, hast du keine Fotos? Exakt. Naja, ich habe den Kerl bis Mallonweed verfolgt. Aber dahin kriegen mich keine 10 Pferde mehr. Die bringen mich um. Hol meinen Redakteur. Er muss mich hier rausholen. Nimm einen dieser falschen Ausweise, um durch die Straßensperre zu kommen. Oh, die hat ein paar Ausweise. Meine Karriere hängt von diesen Bildern ab. Hilf mir, Ben. Du bist meine einzige Hoffnung. Oh, keine Sorge. Ich schulde dir was. Wenn Mirandas Kerl derselbe ist, der Mooshütte verwüstet hat, dann könnte das Mirandas Kamera gewesen sein. Aber wer hat dann den Film? Den hat Mo. Aber wir schulden dir eigentlich gar nichts. Du hast uns nicht mitgenommen, da hätten wir alles verhindern können. Aber du hast mir schon einen Ausweis gegeben. Dann präsentieren wir den doch mal Emmett. Dann nimmt er uns bestimmt mit. Ah, sollte nicht daneben klicken. Hier. Yeah. Was ist das? Gefälschter FBI-Ausweis. Könnte bei der Straßensperre nützlich sein. Jemals was von Onkel Pietzenherz Farm gehört? Ich erinnere mich, dass es da an der Straße mal so eine Art Wieselzucht oder sowas gegeben hat. Den Highway 9 runter, auf der anderen Seite von diesen verdammten Straßensperren. Da habe ich immer günstig Nerzfleisch gekauft, um es an Schulküchen fürs Mittagessen zu verkaufen. Diese Sache hat sich echt gelohnt. Also, nimmst du mich mit? Bombenkerl. Was, wenn sie hinten reinsehen und mein Bike finden? Es ist vergraben. In konzentriertem Dünger. Vertrau mir. Niemand gräbt in diesem Dreck rum. Also, du wirst im Motorraum mitfahren. Im Motorraum? Hey, da drin schmuggle ich immer mein Zeug. Und das meiste davon ist weit mehr wert als du. Also, schieb deine Knochen rein. Dann sind wir morgen früh bei dieser Nerzfarm. Ich hoffe, du kannst mit einer Gangschaltung besser umgehen als mit dem Messer. Ja, ja. Auf geht's! Na toll, riecht so, als hätte er ein Benzinleck. Ich liebe Motorbrände. Ich auch, vor allem wenn man vorne drin sitzt. Tut mir leid, Sir, ab hier nur noch für Polizeifahrzeuge. Ich gehöre zum FBI, Kollege. Prüfen Sie es nach. Hä? Und was tun Sie hier? Geheime landwirtschaftliche Untergrundoperation. Was haben Sie geladen? Dünger. In Ordnung. Fahren Sie durch.
Ich hoffe, ihr kriegt euren Mann. Wir sind durch. Und anscheinend sind wir da. Probleme mit dem Truck? Loser Schlauch, nichts Besonderes. Ich hab deine Maschine schon rausgeholt. Steht da drüben. War nett, dich kennenzulernen. Muss wieder los, weißt du? Wieso ist denn der plötzlich so nett? Ihr könnt es euch bestimmt schon denken. Er hatte ein Benzinleck. Und zum Reparieren hat er meine Benzinleitung genommen. Dafür bringe ich diesen Trucker um. Dann sehen wir uns doch mal hier ein bisschen um. Der Schuppen ist abgeschlossen. Der Schuppen ist abgeschlossen. Na gut, dann gehen wir mal hier rein. Wenn mal bist du schnell und mal schläfst du beim Latschen ein. Beweg die Hufe. Sehen wir uns auch mal ein bisschen hier um. Das Vorhängeschloss sieht ziemlich stabil aus. Ich wollte eigentlich die Kiste angucken, aber anscheinend gibt es hier nur das Schloss. Schauen wir uns mal die Bilder an. Ein Haufen Bikes. Da ist ein Bild von Maureen und Malcolm. Sieht aus, als würden sie eine alte Hardtail reparieren. Die Hardtail. Ein Haufen Bikes. Ein Haufen Bikes. Okay, die da unten auch. Ein Haufen Bikes. Keine nähere Beschreibung zu. Sieht aus wie ein Nerzfell. Das ist ja auch eine Nerzfarm. Was haben wir denn da noch? Eine Flagge. Das ist das Abzeichen der Vultures. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Mo ein Vulture war, aber andererseits, wo hätte sie sonst den Rückstoßbooster her? Und das Tattoo. Das muss das Fenster sein, aus dem Maureen als kleines Mädchen rausgestarrt hat und davon geträumt hat, später mal Toaster zu reparieren. Ja, bestimmt. Nehmen wir mal das Kissen an. Und oh Wunder, eine Brechstange. Und mit der machen wir dann mal hier die Kiste auf. Ah, Schrott. Und ein Schlauch, den ich für mein Bike brauchen kann. Ich denke, Mo stört's nicht, wenn ich mir das mal leihe. Sie ist eine Vulture, Ben. So lange wolltest du es merken. Und wahnsinnig schnell den Benzinschlauch dran geblieben. Oh, mein Lieblingstrucker. Territorium. E-K-Fisch.
Bye-bye-Brücke. Diese Ladung ist wertlos. Wir haben uns ausgetrickst, Kinder. Zurück zur Höhle. Nur Dünger. Ziemlich verlassen aus. Vielleicht hatte der Boss Unrecht und sie kommt doch nicht her. Sie kommt schon. Wir waren nur schneller als sie. Falsch. Das heißt, wir können nur abwarten und ihr wart langsamer als sie. Aber hier machen wir auch Schluss für diese Folge. Weiter geht's in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.